haben uns alle sehr gefreut, dass es diesmal geklappt hat und waren am Fernsehschirm dabei. Er hat sich auch gefreut, dass es also diesmal auch gelungen ist und auch, dass er auch für den Film wirklich alles gegeben hat und dass er sich das auch erarbeitet hat und sich eben sehr freut darüber. Ja, väterlich-freundschaftlich, würde ich fast sagen. Ja, weil da gibt es ja diesen gewissen Altersunterschied, aber da er die Familie auch sehr schätzt, ist das ein sehr angenehmes Miteinander. Ja, das ist cool. Ja, er war schon in Osnabrück, beziehungsweise hauptsächlich in Hüde am Dümmersee, wo ich jahrelang gewohnt habe. Und in Osnabrück haben wir eine kleine Stadttour gemacht und haben die Sehenswürdigkeiten von Osnabrück gezeigt. Sprich Schloss, Läden, Burg, Heger Tor etc. Diese Sachen, die man Leuten zeigt, die Osnabrück noch nicht so richtig kennen. Die Amerikaner lieben ja solche altstadtgeprägten Städte und das ist Osnabrück natürlich und das hat ihm schon sehr gut gefallen. Das ist, liegt nicht in meiner Macht. Es kann sein, dass es morgen ist und es kann auch sein, dass es erst in 5 oder 6 Jahren ist oder gar nicht. Das ist eben die Sache. Terminmäßig habe ich da absolut keinen Einfluss. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich bei Inception fast alle Drehorte mit besuchen durfte, über 2 Monate lang. Ja, er hat, das ist sicherlich diese, wie man immer so schön sagt, diese deutschen Gene hat er schon in sich und die habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen, dieses doch sehr genaue und sehr durchstrukturierte, das so ein typisches deutsches Verhalten hat er doch schon.